Hallo und herzlich willkommen zu Holger Kocht und Grillt. Meine Sommerdrehpause ist vorbei. Und wie ihr seht, ich komme gerade aus Spanien und aus Kreta. Also deswegen müssen wir jetzt auch was Leichtes kochen. Wir haben also doch im Urlaub braune Haut, die wiegt immer 4 Kilo mehr. Ja, also machen wir heute was Leichtes. Und zwar ein Zitronenschmand oder Zitronenfrischkäsehähnchen mit Reis. Also ich mache mit Risi-Misi. Wie das funktioniert, verlinke ich euch mal hier oben. Ja, und ich würde sagen, da ich gerade aus Spanien komme, muss ich natürlich auch mal ein südländisches Bier trinken, Salitos. Das wird zwar in Paderborn abgefüllt, aber in Spanien, Mallorca, habe ich das auch getrunken. Prost zusammen. Sehr erfrischend. Also, für das Zitronen-Frischkäsehähnchen brauchen wir natürlich Hähnchen. Ich habe hier Hähnchenbrustfilet, habe ich schon so in, ich sag mal, geschnetzeltes große Streifen geschnitten. Dann zwei Zwiebeln, hier vorne zwei Knoblauchzehen, 300 Gramm Frischkäse, 500 ml, oder das sind sogar 600 ml Gemüsebrühe. Die habe ich selbst gemacht. Wie das funktioniert, verlinke ich euch auch mal hier oben. Pfeffer, Salz. Dann nehme ich 2 Esslöffel Zitronensaft. Ihr könnt auch eine halbe Zitrone auspressen, hatte ich jetzt nicht da. Zum Anbraten wieder mein Bratcreme mit feinem Butteraroma. Dann habe ich hier 150 Gramm Babyspinat. Und wir brauchen noch 2 Esslöffel Mehl. Vielleicht auch 3 Esslöffel zum Andicken der Soße. Ja, das war es. Wie gesagt, geschnibbelt habe ich schon alles. Dann gehen wir direkt mal rüber an die Pannen, ne? Kommt mit. Dann kommt da ein bisschen von dem Bratcreme rein. Und natürlich direkt ein Stück Zwiebel, damit ich weiß, wann es anfängt zu braten, bzw. wann heiß sie noch ist. Ne? So, wie ihr seht, die Zwiebeln schlagen schon Blasen, das heißt, das Fett ist heiß genug, kommt direkt das Hähnchen hinterher. Erstmal nur schön verteilen, nicht wie ein Wilder drin rumrühren, weil es soll ja auch braun werden, soll ja Röstaromen bekommen. Und wenn das Hähnchen dann oben so weiß wird, dann könnt ihr schon mal langsam rumdrehen. Seht ihr? Da wird es unten schon leicht braun. Dann ist das wunderbar so. So, nach weiteren 2 Minuten kommen wir nochmal auf die andere Seite. Ja, jetzt wird es langsam schön hier. Herrlich, guck mal da, wie das aussieht. Wunderbar. Dann gibt man nämlich jetzt direkt die Zwiebeln und den Knoblauch dabei. So, Zwiebeln, Knoblauch sind drin. Lassen wir jetzt auch kurz mit anschwitzen. Also die Zwiebeln sollen jetzt keine Farbe kriegen, die sollen nur glasig werden. Und das reicht dann für das ganze Gericht, würde ich sagen. Und dann machen wir die Soße dabei. Ja, wenn die Zwiebeln dann auch so leicht glasig sind, kommt da, ja, ich würde sagen, 2 gehäufte Esslöffel Mehl drüber. Mal kurz umrühren. So, und dann wird das direkt mit Brühe abgelöscht. Die riecht so lecker. Wie gesagt, ich habe die euch hier verlinkt. Habe ich selber gemacht, ne? Ich musste noch ein bisschen Wasser dabei kippen, weil es war doch mit 2 Esslöffel Mehl zu viel. Nehmt erstmal nur einen Esslöffel. So, jetzt wird das Ganze mit Pfeffer und Salz gewürzt. So, das Päckchen Frischkäse habe ich reingetan. Jetzt kommen noch die 2 Esslöffel Zitronensaft hinterher. Oh, das war ein bisschen viel. Bin ich ausgerutscht. Mal gucken, ob das wieder ein bisschen sauer ist. Aber okay, kriege ich nicht mehr raus. Ich könnte höchstens noch was Ahornsirup reintun gleich. Aber wir probieren gleich erst mal. So, jetzt muss erstmal der Frischkäse schön schmelzen. Und dann schmecken wir mal ab. So, das Ganze hat jetzt circa 5 Minuten geköchelt. Ich habe noch ein bisschen Pfeffer und Salz hinterher gekippt, weil es war ein bisschen laff. Und ja, also ein bisschen zu viel Zitrone ist drin. Nehmt wirklich nur 2 Esslöffel. Nicht 2,5 oder 3 wie ich. 2 Esslöffel reichen. So, jetzt kommt noch der Babyspinat dazu. Aber wir machen vorher schon die Flamme aus, weil der fällt ja sofort zusammen. Und den kannst du ja im Prinzip auch roh essen. Dann kannst du auch Salat machen. Aber gib mir jetzt einfach da drauf.
So, dann mache ich mal kurz den Deckel drauf. Dann sieht ihr, wie der gleich schön zusammenfällt. Und dann einfach den Babyspinat so unterrühren. Gar nicht mehr kochen lassen. Der soll nur in der Soße warm werden. Das reicht schon. So, ihr seht, ist der ganze Spinat zusammengefallen. Ich baue jetzt gerade Kameras um, mache ein bisschen sauber und dann zum Probieren seid ihr mit dabei. Bis gleich. So, das Zitronen-Spinathähnchen ist fertig. Wie gesagt, ich habe den Spinat reingekippt, dann 4-5 Minuten stehen lassen. Das reicht. So sieht das aus. Dann wollen wir mal probieren, ne? Ich habe mir noch ein bisschen Risi-Misi drauf getan. So wird man nachher auch essen. Also ich versuche mal alles zu krähen. Ja, hier haben wir doch Zwiebeln, Spinat und Hähnchen. Dann zum Wohle, ne? Sehr lecker. Sehr lecker, sehr erfrischend. Und wenn der Spinat drin ist, ist gar nicht mehr so viel zu sauer. Ich probiere es mal gerade mit Risi-Misi. Gucken. Super lecker. Also müsst ihr genau mal so nachmachen. Ist ein leichtes Essen. Das war ja auch der Frischkäse leicht. Da ist im Prinzip ja nur die 3 Esslöffel Öl drin. Ein bisschen Frischkäse. Ja, der Rest hat wenig Kalorien. Also, für nach dem Urlaub ist das genau das richtige Essen. Wie gesagt, macht es nach. Und schön, dass ihr dabei wart. Malet Jod, schwenkt der Hut. Bis zum nächsten Mal. Prost zusammen. La 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 la.